Oh, der Autotransporter, der ist richtig lang. Ja, ist richtig lang, ja. Ja, richtig lang. Ja, ist richtig laut zu machen. Aber der Zug hat irgendwie angehalten. Auf was wartet der Zug? Er hat einfach angehalten. Ich glaube 15 war ganz nett. Das sind 15 mal 10. 150 Autos. Hat der geladen? Ja, mindestens. Boah, Leute, der hat 150 Autos geladen. Krass. Guck mal, was da drauf steht. Das sieht aus, wie das Audi aus ist. Aber ich glaube, eine Hälfte sieht auch noch ein bisschen nach BMW aus, finde ich. Boah, wir sind hier auf der Aussichtsplattform von Oberhausen und extra für ZugTV. Ich bin jetzt mal wieder Tom von ZugTV und von hier. Vom Aussichtsturm Oberhausen. Ein richtig langer Autogüterzug. Und stehen schon im Stau. Das ist die ganze Karte, die geht auf die A2. Oh, der Zug bewegt sich wieder. Der bewegt sich wieder, der Zug, der fährt. Der Zug bewegt sich wieder, der fährt. Leute, der Zug bewegt sich wieder. Leute, der hat 26 Waggons angehangen. 26. Was? Der hat 26 Waggons angehangen? 260 Autos. Vorsicht. Aber wie viel, warte, wie viele Waggons und wie viele Autos? 26 Autos. 26 Waggons, 10 Autos. Auf jeden Waggon 10 Autos? Ja. Boah, Leute, auf jeden Fall, auf einen Waggon sind 10 Autos und das sind 26 Waggons, also macht 260 Autos. Krass. Ganz ehrlich, Leute, in meinem Zugleben, auch wenn ich Zugvermittler schon einige Züge gesehen habe und auf meinem Kanal gefilmt habe, das ist der längste Autogüterzug, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Auch mit den meisten Autos drauf. Ja, man sieht sich dann in den nächsten Videos. Ciao.